Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, der sie sich alle teilen. Das sind anscheinend wir. Machen wir das mal so. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Naja. Solange ich das überlebe. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Ach Mano. Ich hätte die Jazzmusik gerne länger gehört. Naja, da muss ich irgendwie wieder einen Würfel finden. Hey. Das hätten wir aber. Brauchen wir zwei Würfel. Interessant. Zweite Würfel dahin. Machen wir einfach so. Und zack. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Ah. Wie motivierend. Ich will hier weg von dem Ort, das ist mir zu gruselig. Was gibt's denn hier so? Unreason. Verrückte Wissenschaftler hier eingekerkert und. E gleich mc Quadrat. Zweite binomische Formel. Dritte binomische Formel. Laboratories, obwohl die alle nur hin sind. Obwohl die ganzen Leute nur hin sind. Wird das Enrichment Center mit Feuerwellen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Gut zu wissen. Ja, das gefällt mir. Weh.
Was? Ah. Nicht nur das. Guck mal. So. Den schmeißen wir hier hin. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Schöne Technik. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Da sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe Ihnen Gott. Schön zu wissen. Ich will den mitnehmen. Film. Ja. Hier. Da wird nochmal das Portal. Und hopp. Hätten wir das. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Ein wenig spooky. So. Was machen wir jetzt mit dem Ding? Hier kann ich keine Portale machen. Wenn's heißt, hier hin und ein Portal da oben. Wie irritierend. Da müssen wir es so machen. Und so. Das genau passt. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stand zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Oh, vielen Dank.
Aber mal weiter. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Was wird schon durch mit Kernenergie? Hey! Kuckuck! Ich bin hier oben! Hey, super! Du hast die Portalkanone gefunden! Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Bitte? Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf, sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Yep, auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang auf! Au. Ups. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Und. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Du bist ein Roboter, du schaffst das. Na gut. Okay, dreh dich wieder um. Bam, Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Heb mich hoch und dann raus hier. Und los geht's. Oh, das hat... Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Ah, hätte ja gleich drin bleiben können. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Hallo. Hallo. Hey. Ich bin anders. Ich auch. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ladebildschirm. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Ich bleib sitzen. Also, wenn du irgendwelche Vorbehalte gegen diesen Plan hast, dann würde ich dir empfehlen, sie jetzt vorzubringen. Ich nehme Plan A. Hier und jetzt. Plan A. Und wenn du denkst, ich habe die Gelegenheit zum Protestieren verpasst, nein, es ist noch Zeit. Ich nehme Plan A. Ich bleib dabei. Gut, B. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß, ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Okay. Aber das Gülle, was hier darf ich anfassen, ne? Okay, die Treppe runter. Ist gut. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder?